Servus Leute, ja, ich will euch trotz, dass meine Lesemonate November und Dezember massiv mau ausgefallen sind dieses Mal. Tja, irgendwie war es nicht so richtig, es ist irgendwie nicht gelaufen. Ich bin so in den November reingestolpert, war noch krank auch noch, ich will mich gar nicht entschuldigen. Ich habe im November tatsächlich nur, glaube ich, ein Buch wirklich komplett gelesen, und zwar den dritten Teil von Helden des Lichts, Vergebung. Das kann ich mal hier einblenden. Danach war ich irgendwie, keine Ahnung, es lief nicht. Ich habe ganz viel in die Hand genommen und irgendwie, ja, es kam nicht so. Und dann kam der Dezember, und im Dezember habe ich tatsächlich auch nur ein Buch gelesen, und zwar Magisterium von Holly Black und Cassandra Clare. Beide Bücher wirklich toll, haben mir gefallen. Sagen wir mal, ein Buch hat mir wirklich sehr gut gefallen, das war eben Helden des Lichts, die Vergebung. Das Magisterium war, vielleicht habt ihr meine Rezension, meine Buchvorstellung dazu gesehen. Schaut sie euch an, dann seht ihr das schon. Ich nehme auch noch die Neuzugänge rein, die Neuzugänge im Dezember, denn das geht ganz schnell. Im Dezember ist nämlich das erste Mal im ganzen Jahr kein einziges Buch dazugekommen. Ich wollte noch, kurz vor Schluss, aber ich hatte keine Zeit mehr, schlicht und ergreifend. Aber ich gehe jetzt Anfang des Jahres mal wieder auf Einkaufstour, morgen wahrscheinlich. Und dann wird es im Januar wieder Neuzugänge geben. Aber das war das Ende des Jahres 2016. Ich denke, nächstes Jahr wird ein besseres Lesejahr. Vielleicht wisst ihr das ja, ich war lange Zeit im Jahr durch die Schmerzen in der Schulter ein bisschen gehandicapt. Das ist einfach doof, mit Schmerzen sich aufs Lesen zu konzentrieren. Und so ist es halt in dem Jahr, im 2016 gewesen, dass ich halt dann oft nur gelesen habe, wenn ich mich halbwegs gut gefühlt habe oder einfach so ein Stück weit mich selber zwingen musste manchmal. Ich meine, man muss mich eigentlich nicht zum Lesen zwingen, ich liebe Lesen, aber manchmal hast du so viele Einflüsse in deinem Leben, dass du schlicht und ergreifend dich aufs Lesen nicht fokussieren kannst, und das war jetzt zum Beispiel in den letzten beiden Monaten bei mir so im Privatleben so. Ich habe so viele andere Einflüsse, wo du dann einfach nicht den Zug dazu findest. Ja, mal schauen, wie es 2017 wird. Lest mal wieder was. Ciao.